In dieser Trainingseinheit befassen wir uns mit den Feinsprühsystemen PFS 1000 und PFS 2000 von Bosch. Das PFS 1000 ist optimal für das Sprühen von Lacken und Lasuren geeignet. Das PFS 2000 kann zusätzlich auch Wandfarben und andere zähflüssige Farben verarbeiten. Mit den Feinsprühsystemen können Lasuren unverdünnt versprüht werden. Bei Holzfarben empfiehlt sich eine Verdünnung von 5-10%. Dank des All-Paint-Systems des PFS 2000 kann man mit einer zusätzlichen, neuartigen Sprühdüse auch Wandfarben und andere zähflüssige Farben verarbeiten. Dazu verdünnt man die Farbe um ca. 10%. An einem gleichmäßigen Sprühbild auf einem Testobjekt ist die richtige Verdünnung der verschiedenen Farben erkennbar. Bei der Feineinstellung hilft die Easy Select Farbmengenregulierung. Die Feinsprühsysteme sind gut zum Auftragen von Lacken in Ecken und Kanten sowie auf kleineren und strukturierteren Flächen geeignet. Der PFS 2000 kann auch Wandfarben für Oberflächen verarbeiten, bei welchen Farbrollen zu groß und unhandlich sind oder das Arbeiten mit Pinseln zu lange dauert. Natürlich kann man mit dem System auch etwas größere Flächen einfach bearbeiten. Der optimale Sprühabstand beträgt 20 bis 25 cm. Gesprüht wird immer parallel zur Oberfläche. Das Sprühmuster lässt sich bequem an der Düse auf vertikal, rund und horizontal verstellen. Zum Reinigen muss man einfach nur die Restfarbe aus dem Behälter entfernen und dann das ganze System durchspülen und trocknen lassen. Die Düsen sowie die Pistole, das Steigrohr und der Schlauch sind nicht zu anderen PFS-Systemen kompatibel. Und nun viel Spaß mit den Feinsprühsystemen PFS 1000 und PFS 2000 von Bosch.